geklappt hat. Gott sei Dank. So, jetzt komm aber, Mann. Zeig mir, was du nicht kannst und zeig mir, was du kannst. Ah ja, man kann die so ein bisschen wegmachen. Ja, ein bisschen ist aber... Oh, Leute, das ist mir alles so unsicher hier. Ich glaub dir gar nicht. So, jetzt geht das wieder hier runter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh! Na! Mann! Warnt dich doch mal einer vor, dass da der Scheißstern ist. Warum muss man denn auch noch... Boah, Mann! Kann doch echt nicht sein! Oh, ich krieg zu viel, Leute. Ich krieg zu viel. Seitdem ich das letzte Mal daneben gesprungen bin, kriege ich bei solchen Fails eh nochmal zu viel. Jetzt mach das doch einfach, ey. So schwer kann das doch gar nicht sein. So, zack. Und runter. Okay, machen wir das Ganze also nochmal. Wir werden uns nochmal dort hoch begeben. Zu den Geistern. Zu dem Tal, aus dem niemand wiederkam bisher. Ja, Leute, da werden wir jetzt reingehen. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Oder auch nicht. So, komm jetzt. Jetzt muss das funktionieren. Wenn nicht, schlage ich euch, ihr fetten Geister. Fette Geister-LP. So, hier war das doch jetzt, ja. Ja! Sauber, Leute, wir haben also den Stern jetzt hier. Boah, den versteckten Behutstern, ey, das war ja auch so eine schwere Geburt. Jetzt, ey, mein Gott, habe ich da wieder rumgefällt an Stellen, die wirklich sau unnötig waren. Aber egal. 74 Sterne haben wir schon, wir sind gut im Kurs, finde ich. Also, das ist nicht schlecht. Ich meine, klar, wir müssen am Ende nochmal in die ganzen Level rein, nochmal die Kometenmünzen holen. Oh, ein Komet in der Giga-Gumba-Galaxie. Wir wissen, Bruder Herz, wir sind stolz auf dich, Luigi. Du hast das sehr schön gemacht. Naja, sehr schön ist anders, aber egal. So, okay. Luba, ja, gib dein Bestes, hat den Schaden. Also, als ob wir nicht unser Bestes geben, ey. Der regt einen manchmal richtig auf, der Luba. Der provoziert aber auch förmlich. Der provoziert einen richtig. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob die Giga-Gumba doch hier ist. So, haha. Tempo-Komet, also Tempo-Komet weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Kometen-Action. Haha, Kometenalarm. Ich bin gespannt, was passiert nun jetzt. Beeilung! Maxi Wiegler sind zurück! Oh nein, sie sind zurückgekehrt, Leute. Sie wollen uns töten. Oh nein, und wir haben nur eine bestimmte Zeit, um sie zu töten. Oh oh. Das schreit förmlich nach einem Speedrun. Aber kann ich diesen Speedrun leisten? Vor allem ohne Hälften? Nein, kann ich nicht. Ja, also Leute. Eine sehr lustige Aufgabe für so einen Gefailten, wie ich es bin. Ah, wir werden jetzt Tool Assistant einsetzen hier, obwohl es die hier gar nicht gibt. Naja, gut, wir müssen halt... Hör auf, an dem Schild kaputt zu gehen, scheiß Typ, ey. So, jetzt werden wir uns einen kleinen Trick, der etwas länger dauert, ja, zunutze machen. Way. Aha. Und tschüss. Weiter geht's. Oh nein. So, schneller, Beeilung. Geh kaputt. Ja. Und geh kaputt. Ja. Und... Geh kaputt! Yay! Und... Geh rein da! Sauber! Also bisher schlagen wir uns ganz gut, finde ich. Ihr habt da wahrscheinlich wieder die Meinung, ich wäre der größte Noob auf Erden. Bin ich auch. Macht euch keine Sorgen, Leute. Mit der Beurteilung hängt da schon nicht ganz falsch. Liegt da ganz falsch, wollte ich eigentlich sagen. Ja, sit bald. Oh,
Gott, wäre das schon wieder knapp geworden. So. Alles klar, und weiter geht's. Komm, rein da. Zack. Rein da. Und weiter geht's. Da hinten ist es. Da hinten ist der Stern. Wenn wir jetzt mal abkacken, wäre das Extreme Gamer ärgerlich. Ah, ich hab Angst. Das gibt's nicht! Warum machst du den Weitsprung nicht, wenn ich's dir sage, wenn ich's will, hä? Du Scheißtyp, ey! Ja, nochmal neu! Ich hab keinen Bock, das nochmal neu zu machen. Okay, also nochmal neu. Boah, das war doch mal was für ein TAS-Video. Ja, jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch. Toll. Also Leute, ich hab echt keinen Bock mehr. Wie einen das aufregt, wenn man immer kurz vorher krepiert. So. Auf geht es! Und jetzt mach hinne, Mann! Ah ja, das hier war ja die Kacke. So, tschüss! Tschüss! Und tschüss! Oh Gott, ey! So, jetzt schnell dahin! Zack, rein und weiter geht's, Leute. Ah, tut mir echt leid, dass wir uns das so oft ans Reinziehen müssen. Ah, kriegen wir noch ein paar Sternteile mit, die wir ja eh am Ende noch brauchen werden. So. Ja, geh weg. Geh weg. So. Ja, ist ja richtig geil. Geh hinne. Geh hinne ist gut. Mach hinne. So, rein da. Boah, schneller. Mach das mal schneller, du blöder Mongo, Mann. So. Oh, oh. Nein, nein, nein. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Nimm mit, komm schon, geh hoch. Ja! Dim, 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 dim. Yay, wir haben's geschafft, Leute. Ich glaub das ja gar nicht. Aber wir haben's geschafft. Yeah. Ja, Mario, wir haben dich dann doch wirklich noch dazu gekommen, diesen Stern mitzunehmen. Finde ich sehr aufmerksam von dir, dass du das auch so mitgemacht hast. Und da kann man dir wirklich nur einen Daumen hoch für geben. Sehr gut, Mario. So, wir gehen auch direkt weiter. Boah, die Kometen können einen ja echt umbringen. Wo waren wir denn? Wir waren hier, glaube ich. Ja, wir waren hier auf der Suche nach dem versteckten Stern. Waren wir gar nicht, doch, waren wir wohl, waren wir gar nicht, waren wir doch. Ja, was denn nun, waren wir gar nicht wohl doch, ne? So, hier, was gibt's hier? Hier ist bestimmt einer irgendwo in so einer verkackten Röhre gewesen, die ich nicht untersucht habe, als ich das erste Mal gespielt habe. Würde ich jetzt einfach mal so drauf tippen, ich weiß es zwar nicht, aber da oben zum Beispiel ist so eine potenzielle und hier... Das ist natürlich richtig geil gemacht. Da hat man ja auch so viele Möglichkeiten, da noch woanders hinzugehen, wenn man direkt da landet. Aber nun gut. So. Das war hier das Lustige. Ach so. Oh nein, ich verstehe. Ich verstehe schon, was die Spieleentwickler von mir verlangen. Ist wirklich... Alter, das ist bestimmt da drin, ey. Die sind so fies. Oh, geh doch mal da rauf. Ey, Mann! Du sollst... einfach mal da hochgehen.
gehen. Ah, geschafft. So, jetzt können wir auch in die Röhre rein. Haha, und tschüss. Oh, interessant. Aber das sieht mir nicht nach einem Stern aus. Schade. Ah. Doch, das könnte nach einem Stern aussehen, Leute. Aha. Oh, nein, nicht das. WTF. Ja, das war einer der behindertsten Roboputzen, oder besser gesagt, die behindertste Roboputze. Stellt euch schon mal auf 20 Minuten Fällen ein. Jetzt geht es los. Ich drehe noch durch. Tust du schon. Tag für Tag bekommen wir mehr Kisten voller Schrott. Tu mir einen Gefallen und verbrenne die lästigen Kisten so schnell du kannst. Wärst du so freundlich? Mit Vergnügen, kleines Ding. Sehr schön, dann zeig mal, was da drauf hast. Oh mein Gott, Leute, ich habe versucht, immer Taktiken zu finden. Ich habe nie eine gefunden. Oh, komm schon. Ruf mir eine Taktik, gib mir eine Taktik. Ich kann das einfach nicht, Mann. Ich konnte das schon früher nicht, weil das sollte ich für meine Schwestern machen, aber weil die das nicht konnten. Aber ich konnte das auch nicht, bis die das dann irgendwann geschafft haben. Nach 3 Stunden Arbeit. Ja, mit Vergnügen. Und jedes Mal muss man den scheiß Idioten neu fragen, ey. Es ist einfach Kacke. Ja, 20 Sekunden sind, weiß Gott, viel zu wenig. Verdammt. Ja, komm, geh doch nach Hause. Wie soll man das denn schaffen? Ich kann das nicht. Ja, oh nein, oh nein, oh nein. Du wirst nicht schaffen, Mann. Was auch immer. Regt die mich auf, ey. Die kann das selber machen mit ihren scheiß Drehzahlmesseraugen da, ey. Ich muss jetzt was ausdenken. Versuchen das jetzt doch auf Taktik. Ja, das klappt ja richtig, richtig gut, klappt das ja, ne? So. Ey, na geilo. Ah, wofür hat man denn den Spielberater, Mann? Da muss doch irgendein Tipp drin stehen, wie man die Scheiße am besten macht. Ich guck das jetzt nach, ey. Da bist ja, kriegst ja echt Störungen bei, wenn du das länger machst. Oh, was ist das denn? Das hier ist eine Zusatzgalaxie oder so? Kann das sein? War ich da schon mal? Naja, hier war ich schon mal. So, wo ist der Scheiß, ey, wie mich das aufregt. Das regt mich so übertriebenst auf, diese Welt, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. So, wo ist die? Verdammte Schlampenwelt, ey. Hier ist das. Roboputzen-Action. Ja, so. Da ihre Feuerbälle stark genug sind, um sich durch mehrere Kisten zu brennen, laufen sie zum unteren Ende der Plattform und schleudern sie Feuerbälle durch die Kistensäulen aufwärts. Aha, beginnen Sie auf der Seite der auf einer Seite der Plattform, arbeiten Sie sich dann zur anderen Seite vor, Ihre Feuerwehr zerstören. Jede Kiste, die er berührt, platzieren Sie Ihre Würfe so, dass die Feuerwehr zwischen den Kistensäulen auffallen. Ja, geil, das hört sich hier wieder so richtig einfach an. Und ist es bestimmt auch, wenn man die Technik drauf hat. Ich probiere das jetzt mit der Spielberater-Technik und ich bin voll gespannt, ob das denn überhaupt funktioniert. Wollen wir es mal testen, Leute. Sehr schön, dann zeig mal, was du drauf hast. Okay, jetzt werden wir es schaffen. Hoffe ich. So, jetzt sagen die, ich soll hier hingehen. Ah, okay, das ist noch verbesserungswürdig. Ah, es kann klappen, so wie die gesagt haben. Es kann klappen, Leute. Okay, also nochmal. Da sind schon relativ wenig Kisten stehen geblieben. Ich muss halt nur noch die Feuerwelle viel, viel besser platzieren. Dann geht das vielleicht. Oder dann sollte es gehen, dann muss es gehen, sagen wir so.
Haha, ich hab den Trick. Nein, das waren nur noch zwei, du Scheißputze, ey.